Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Letzte Folge haben wir angefangen, dieses Lobo-Unterlupe zu nehmen. Und wir sind endlich jetzt in dem Bereich angekommen, dass wir richtig rundenbasierte Kämpfe machen können. Mit Aktionsbalken. Und jetzt geht's in den nächsten Kampf. Oder auch nicht. Oder sind die Gitter jetzt alle deaktiviert? Ach so, ich glaube, sind alle deaktiviert jetzt. Das wäre natürlich auch nice. Das bin ich erwartet. Ein Speicherpunkt. Und eine nächste Holo-Nachricht. 14. Juli 949. Wie erwartet ist Subjekt X erschienen. Sie ist noch ein kleines Mädchen, doch schon jetzt verfügt sie über phänomenale Kräfte. Über wen reden wir? Haben wir in der Story irgendein Mädchen getroffen, außer Fina und Carla, die irgendwas Mächtiges können? Ich erinnere mich da an eine Person vage. Ob sie Person ist, ist die Frage. Oh Mann, das reimt sich das langsam schon, was ich sage. Schon wieder. Oh. Ich konnte sie gefangen nehmen, aber vernichten konnte ich sie nicht. Ich habe den Prozess der Energieextraktion eingeleitet. Das sollte sie schwächen. Ende der Aufzeichnung. Okay. Bitte sag mir nicht, dass sie noch hier ist. Hä? Was ist da los? Wir sollten hier im Dunkeln klarkommen. Es ist doch wieder Lichter. Oder auch nicht. Oder? Ja, das Licht ist wieder da an. Ich kann nur hoffen, dass es nicht mehr lange so weitergeht. Ja, das könnte etwas unbequem werden. Los, suchen wir den Generator, um den Fehler zu beheben. Okay. So, kann man natürlich nicht aufpassen, ob man auf Gitter tritt oder so. Okay. Combo-Angriff. Reicht nicht, das ist schlecht. Oh, ich konnte mit ihr nicht aussehen, was ich machen möchte. Das ist schade. Dann greifen wir es lieber normal an, damit es nicht normal passiert. Die Eismaschine ist weg. Gehen wir auf Schub mal jetzt. Tina Schub, yes. Wir greifen auch mal weiter an. Und Magie, heilen. Wenn unser Mann das eh aufhört, können wir auch ein bisschen verschwenderisch sein. So, der nächste muss auch eigentlich bald kaputt sein. Ja, sehr schön. Mist. Wie kann man eine Säule, die auf dem Boden steht, verfehlen? Aber daneben hauen, aber trotzdem. Die geht irgendwie nur auf Pure. Warum? Lauf damit. Auf jeden Fall macht das Schub sehr viel stärker. Das ist nice. 45 XP. Die kriegen auch mehr XP. Also nach meiner Erkenntnis ist die XP-Leiste voll. Wahrscheinlich 100%. Ist es ein Anspiel auf Betruid? Ja, was zum Henker ist das denn? Oh, egal, es ist tot. Plötzlich spüre ich ganz seltsame Schmerzen im Bauch. Ja, du willst hier nur nicht mehr weiter sein. Okay. Wahrscheinlich ist es hier eher so im Bereich Abtrennung. Es ist ja nicht mehr so mit den Gittern. Oh, oh, das war ein Critical. Wahrscheinlich setzt der Chub die Critical-Rate hoch. Nein, das wollte ich nicht. Gut, dann schwächen wir sie halt äquivalent. Dann wird es auch was bringt, was wir gerade machen. Miss. Nice. So. Wieder einsetzen. Ist sie eingefroren, das ist nice. Die Frage ist, ob sie nur langsamer sind oder auch daran gehindert sind, irgendwas zu machen. Wahrscheinlich können sie nichts machen, solange sie eingefroren sind, denke ich. Ach, der Schub hält ja immer nur ein Match, deswegen hat sie es noch nicht mehr. Sehr nice. Vielleicht, wenn wir mal treffen würden, könnten wir den Kampf... Aha. Ja, okay. Dann enden wir es jetzt. Wenn wir irgendwann mal treffen könnten. Bitte. Kann man einfach so viel missen. Einfach nochmal an. Ich sollte nochmal warten. Fina Magie. Heilen. Wir sollten einfach noch ein bisschen mehr heilen und auf den P achten. Vor allem, wenn es nur ein Gegner ist, dann können wir auch warten. Und warten. Warten, ach, ich wollte nicht kommen machen, egal, bis zu Ende. Oder auch nicht, Mist. Und jetzt kann ich. Ach, Schub. Dina, ich brauche nochmal kurz eine Heilung, bitte. So, Magie. Heilung. Heil mal Pure, der ist schon ganz angeschlagen. Jetzt können wir es aber auch beenden, weil das ist. Wir sind fast voll. Endlich Level Up! Mann, hat auch gedauert. Nur HP. Danke. Ich wollte gerade Damage haben, damit es hier ein bisschen schneller geht. Und wissen, wie es hier auswirkt. Ach, es geht weiter. Okay.
Jetzt können wir hier Magie heilen. Erstmal dafür sorgen, dass alle mit vollen AP anfangen. Jetzt machen wir Schub auf sie, damit wir auch weiter heilen können. Ich glaube, wir schuben halt mal alle diesen Kampf, weil das könnte ein bisschen länger dauern hier. Was sollte ich mit Frostrüstung anfangen? Ja, im Angriff. Nice, sie treffen dich. Gut, jetzt kommt Frostrüstung auf jeden Fall. Wir müssen uns auf jeden Fall helfen. Ob wir stärker werden oder ob wir mehr aushalten, ist egal. Auf jeden Fall wird es irgendwas bringen. Vielleicht treffen wir auch einfach nur besser damit. Nö, wir fehlen immer noch. Ja, okay, ich werde diesen Schub auf Pure einsetzen, damit wir auch mal viel Damage machen können. Magie. Nein. Ich muss mir angewöhnen, dass ich ein bisschen zu schnell klicke. Ja, einer ist endlich mal weg. Hat auch gedauert. Oh, da müssen wir gleich heilen. Sonst wird das ein bisschen knapp werden. Ich weiß, knapp, das ist so ein bisschen übertrieben, aber... Ich bin jemand, der vorsichtshalber ein bisschen mehr hat als zu wenig. Wir müssen eigentlich fast tot sein. Karte wieder dran, Magie. Schub. Auf Schub bitte, ja. Schauen wir mal, wie stark er ist mit dem Schub. So. Hauen wir mal drauf. Mist, das ist unglaublich. Unglaublich schlecht. Heilen wir doch mal Pure. Obwohl, Fina hat weniger AP, ich hätte vielleicht sie heilen sollen. Ich bin nicht stärker geworden irgendwie. Der Schubbund ist zu Ende. Höchst interessant. Kann vielleicht immer nur einer im Schub sein. Vielleicht wird auf jeden Fall Fina geheilt. Schade. Auf jeden Fall macht Schub nur schneller und nicht stärker. So. Nochmal drauf. Auf jeden Fall können wir schneller angreifen, so. So, heilen. Heil dich selbst. Ich heil dich nicht. Heil dich selbst. Nee, Spaß. So. Mann. Also diese Failrate ist unglaublich. Ich brauche irgendwas, das Genauigkeit erhöht. So. Wir fokussen die jetzt plötzlich den Heiler. Eigentlich eine schlaue Taktik, aber... Wenn der Kampf fast zu Ende ist, ist das nicht so schlau. So, und es ist dann endlich. Man kriegt voll wenig Geld hier, muss ich fast schon sagen. Für so viele Gegner waren so wenig. Vorsicht, Gefahrenbereich. Betreten des Bereichs hinter dem Gitter verboten. Deswegen war das hier so versperrt. Da ist nichts drin, das ist schade. Was machst du? Diese Maschine wurde häufig benutzt als die anderen. Vielleicht können wir ihn eher etwas Nützliches entlocken. Ich werde sehen, was ich tun kann. Diese Maschine macht mir keine Angst. Oh, nur noch ein bisschen. Ja, geschafft. Diese Maschine wurde offenbar für WoW benutzt. Für World of Warcraft benutzt. Aber was bitte ist WoW? Da fragt ihr was. Die Maschine wurde viel benutzt. Oh. Okay, die kleinen Gitter gelten wahrscheinlich doch. Jetzt könnten wir eigentlich ja... Wir können einfach mal ein paar Skills ausprobieren. Stürmen. Das sollte hier wirken. Das sollte ja auch ganz gut wirken auf alle. 16. Wow, die ziehen die ganz schön an, die Gegner. Oh, jetzt kommt das. Oh, das war natürlich nicht ganz so praktisch, aber war stark. Fällen wir sie ein, auch nice. Vielleicht muss ich ihn auf jeden Fall heilen. Also sich selber. Wird etwas früh, aber es geht noch. Okay, jetzt sind sie nicht mehr vereist, leider. Ja, dann müsste eigentlich fast besiegt sein, wenn wir treffen würden. Diese Wartezeiten zwischen diesen Aktionen sind so ein bisschen störend, aber... Man muss auch irgendwie die Balance halten in dem Spiel. Wir brauchen Objekte, die unsere Beispiele auffüllen und uns mehr Aktionsbalken geben. Das wäre richtig cool. So wie in Final Fantasy 13. Gut. Wenigstens spawnen sie nur einmal die Gegner wahrscheinlich. Hoffe ich. Ein paar Kreaturen haben offenbar versucht, diesen Computer mit ihren Clown zu bedienen. Okay, also wahrscheinlich heißt es kaputt.
Hier oben ist ein Schalter. Cool. 1 von 5 Steuerelementen aktiviert. 1 von 5? Ach nö. Aber man kann auch um die ganzen Felder herumgehen, sehe ich gerade. Okay. Man muss nur vorsichtig sein. Oh. Gut, dann halt irgendwie so. Zurück. Kombo-Angriff. Lass mal einen ausschalten. Mist. Ah, Frostschub. Sind auch noch eingeklemmt hier so ein bisschen. Ah. Der Mist war jetzt gar nicht so schön. Noch ein Mist. Spiel mobbt mich. Heilung. Zum Glück ist die Heilung stark. Wir müssen auch mal treffen, sonst wird das ja nichts. Wahrscheinlich können Skills immer treffen. Wahrscheinlich ist es schlauer, wenn ich mit Skills kämpfe. Gut, dann kämpfe ich halt mit Skills jetzt. Stürmen. Stürmen. Angriff. Pio kümmert sich um links und ihr beide um rechts. So, Fida. Na gut, schießt alles, okay. Ist okay, es reicht. Schlitzer. Sehr schön, beide getroffen. Nein, du kümmerst dich nicht um sie, egal. Okay, leben immer noch, das ist nicht gut. Jetzt können wir testen, ob uns die rechte Seite jetzt nicht angreift, zufälligerweise. Magie, heilen. Ich selber. Es hat irgendwie keiner angegriffen, der gerade durch testen wollte. Natürlich doof. Ich gehe auf die andere Seite. Das ist immer wieder so diagonal switchen muss, wenn ich nach links drücke, ist doof. So, die Maschine ist weg. Die Maschine missen wir. Ist auch, oh, critical, sehr nice. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wer geheilt wird jetzt. Gut, Heilung. Aber läuft doch eigentlich ganz flüssig hier. Gegner machen nicht so extrem viel Schaden. Ich warte noch auf den Boss, was der für Schaden macht dann. Wahrscheinlich Two-Hit. Da komme ich nicht drum rum, den Heiler einen Schub zu geben. Die sind, glaube ich, immer alle gleichzeitig den gleichen Gegner an. Mist, okay. Warten. Heilung. So, und jetzt haben wir gewartet. Das heißt, wir sind jetzt ready to slurf. So, und... Nein! Na egal, wenigstens noch ein Angriff. Aber ich sehe schon, deswegen stand er auch im Gefahrenbereich über der Brücke. Wir müssen da eh irgendwie wahrscheinlich können wir auch noch außen rumgehen. Ich muss die Ebene besser angucken. Obwohl ich ja gerne kämpfe in diesen Situationen, muss ich sagen. Sehr schön. XP wird aber auch immer mehr, die man bekommt. Gut. Jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Ja, hervorragend. Jetzt deaktiviert die Konsole oben links. Was? Perfekt. Jetzt aktiviert die Konsole unten links. Hallo, Professor Giro, wie geht es euch? Was? Oh, okay. Er denkt hervorragend. Jetzt aktiviert die Konsole unten rechts. Ich habe das Gefühl, dass das ein Bosskampf wird. Perfekt. Jetzt deaktiviert die Konsole oben rechts. Hervorragend. Jetzt aktiviert die Konsole oben links. Ich habe kein gutes Gefühl. Gut. Jetzt deaktiviert die Konsole unten links. Jetzt eben so weiter. Perfekt, jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Gut, jetzt deaktiviert die Konsole unten rechts. Gut, warum will auch nie jemand auf mich hören? Okay, man darf also nicht auf ihn hören, dann geht's weiter. Okay. Ach nö, da ist auf jeden Fall noch ein Schalter, aber ich muss auf jeden Fall auch lang. Nur ein Gegner? Er läuft weg. Geil. Dieser arme Gegner. 2 von 5 aktiviert. Gut. Ich weiß genau, was ich jetzt tue. Missen. Das meine ich natürlich. Und zwar können wir jetzt alle treffen mit unseren Skills. Das ist nice. Wir müssen klar eigentlich gleich heilen, aber wir dürfen es nicht einmal. Wir müssen es einfach einmal versuchen. Sehr nice.
Sehr nice. Oh, zwei sind schon weg. Richtig nice. Cool, cool, cool. Gut, jetzt musst du aber leider heilen, weil sonst wird das Tourist. Die greifen trotzdem an. Sie werden nur slower wahrscheinlich oder schwächer. Magie, heilen. Schnell heilen. Gut, geschafft. Erstmal ist nicht jemand voll, wenn wir jemanden heilen. Ist auch mal was. Ich muss es einfach probieren, das lief ganz gut. Ist es da oben eine Truhe, was ich da oben sehe? Oder ist das irgendwas anderes? Da oben auf dem Gitter. Moment hier mal, wir können jetzt über Gitter gehen, richtig? Heißt das, wir können jetzt die Truhe von hinten holen? Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Auch wenn ich dafür einen kleinen Weg zurücklaufen muss. Jetzt besiegt, sehr schön. Mit diesen Gittern kommt man eigentlich drum herum. Was soll ich denn tun? Da ist noch ein Schalter. Ich versuche einfach mal zurückzugehen. Wenigstens kommen jetzt die alten Kämpfe nicht nochmal. Was? Jetzt kommen die alten Kämpfe doch nochmal oder wie jetzt? Da war ich hier noch nicht. Ach nö, das ist ja doof. Und das war verdrückt. Schub. Okay. Das ist natürlich doof, dass ich das jetzt nicht berücksichtigt habe. Nimm das mal den da. Hätte heilen sollen, fällt mir gerade auf. Magie. Frostrüstung. Magie. Heilung. Okay. Gibt viel Freiraum, lassen sie uns hier nicht. Aber warum Freiraum? Wir sind ja eingekesselt, also. Der Raum macht ja allgemein nichts. So. Das Missen muss man noch irgendwie umgehen können, hoffentlich. Würde ich jedenfalls gerne. Gut. Weiter, ja, hauen. Hoffentlich können wir zurück, weil das umsonst war. Juhu. So. Ah, der Schub ist zu Ende, das ist natürlich schade. Aber jetzt bleiben wir eh noch die Leertaste, weil wir den Kampfstein beenden wollen und stehen so doof, da bringt es da auch nicht so viel. Ob sie sich selber abschießen, wenn ich sie verwirre, die Maschinen? Oder ob es bei denen gar nicht wirkt? Boah, eigentlich müsste es ja wirken. Wäre ja, doch so eine ziemlich doofe Fähigkeit für so einen Dungeon. Vor allem, da die Kleine gar nicht mehr kommen, sondern nur die Großen. So. Auf jeden Fall haben wir es fast. Auch wenn wir alle ein bisschen angeschlagen sind, was nicht so schön ist. 55, sehr nice. So. Ich kann mal nicht speichern. Gut. Aber ich denke mal, wir beenden die Folge jetzt und ich versuche selber nochmal zurückzugehen, ob wir die Truhe bekommen. Wenn ja, erzähle ich die nächste Folge, ob es ging. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Evoland 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.